Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch und ich bin angekommen im Kapitel 5 Genetik bei Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität und es geht um den vierten Absatz. Der Inhalt des Buches ist zweifelhaft und im Kapitel 5 wird deutlich, da steht nur noch gedruckte Scheiße drin. Zwillingsstudien ergaben höhere Schätzungen von Erblichkeits- und Umwelteinflüssen als Adoptionsstudien. Schloss man jedoch Eltern-Kind-Untersuchungen aus den Adoptionsstudien aus, zeigten sich keine Abweichungen. Der Grund hierfür, so die Annahme, könnte im Altersunterschied liegen. Die Prävalenz von Antisozialität ist deutlich altersabhängig und insbesondere Adoptiveltern weisen eine geringere Ausprägung von Antisozialität auf. Aha. So. Es geht dann weiter mit dem fünften Abschnitt. Tschüss.